Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Top-Liste. Und heute, weil es so oft gefragt wurde, die Top 10 Antagonisten aus Digimon. Wenn auch ihr Vorschläge habt, wozu ich eine Top-Liste oder generell ein Video über Digimon machen soll, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ich bin immer für neue Vorschläge offen. Außerdem würde ich mich auch selber ein Like freuen, falls euch dieses Video gefallen sollte. Und ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr noch mehr coolen Digimon-Content sehen wollt. Auf dem Kanal gibt es auf jeden Fall genug davon. Wir sind auch kurz davor, die 500 Abonnenten zu erreichen und ich würde mich richtig freuen, wenn wir das diesen Monat noch schaffen würden. Denn mich haben ja auch gerade mal ungefähr 30% meiner Zuschauer, die meine Videos gucken, abonniert. Also, wenn die anderen das auch machen würden, sollten wir das schaffen. Auf Platz 10 hätten wir The One and Only, The King of Rock, Etemon aus Digimon Adventure 1. Etemon hat den originalen Digirittern einiges an Problemen gemacht, nachdem diese über den Net Ocean die weitere Digi-Welt erforscht haben. Und der Grund, warum er nicht besser gelistet ist, ist, weil er eigentlich im Großen und Ganzen eher ein Comedic-Villain ist. Finde ich persönlich nicht unglaublich schlecht für einen Bösewicht, aber man muss halt sagen, dass oftmals doch eher auf Humor gesetzt wurde, welchen ich schon lustig fand, aber deswegen finde ich Etemon jetzt nicht wirklich bedrohlich. Nachdem Etemon von Metalgrim besiegt wurde, kam es auch als Metall-Etemon wieder. Und ich muss halt zugeben, dass ich ganz cool finde, dass dieser Charakter nicht einmal kurz benutzt wurde und dann weggeschmissen wurde. Also zumindest wurde da ein bisschen drauf geachtet. Ich finde es aber so geil, dass der im Englischen einfach Elvis ist. Ich feiere das. Hey, you measly little digi-destined humans, thank you very much. Hello. Auf Platz 9 hätten wir gleich zwei Antagonisten und vielleicht auch welche, die ihr nicht so hochlisten würdet. Und zwar Arokenimon und Mamimon aus Digimon Adventure 02. Es sind an sich keine Hauptantagonisten, weil es eigentlich nur die Handlanger von Malumiotismon sind, aber sie waren trotzdem eine ziemlich lange Zeit präsent und ich fand die auch wirklich gut gemacht. Gerade gegen Ende, als sie von Malumiotismon getötet wurden, muss ich zugeben, dass ich das schon relativ emotional fand, weil man halt gemerkt hat, dass die beiden sich schon umeinander gesorgt haben. Das waren halt keine Bösewichte ohne Charakter und ja, sie wurden halt immer unbedrohlicher mit der Zeit, weil man halt gemerkt hat, okay, die Digi-Ritter können sie schon relativ leicht besiegen, also sind sie doch ein bisschen mehr zur Comedy da, aber im Großen und Ganzen fand ich die doch sehr sympathisch. Und wo wir gerade schon mal Malumiotismon waren, hätten wir auf Platz 8 Miotismon. Und ich ziehe da jetzt einfach mal alle Miotismon mit ein. Nachdem Etemon besiegt wurde, Teil in die reale Welt zurückkehrte und dann wieder halt zurück in die Welt kam, ist einiges an Zeit vergangen und der nächste Antagonist war dann Miotismon. Dieser hat es sogar geschafft, in die echte Welt zu kommen und da einiges an Chaos anzurichten. Und das Ganze ist dann damit geendet, dass er zu Venomiotismon digitiert hat und Argumon und Garbumon endlich zum Warp-Level digitierten, um es zu besiegen. Ich persönlich finde, dass versucht wurde, Miotismon zu Devimon 2.0 zu machen, also wirklich in eigentlich jedem Aspekt. Miotismon hat Gatomon als Handlanger genommen, weil es halt auch wusste, dass es zu den Digi-Rittern gehört. Es dachte, dass es so ihre Stärke senken würde. Devimon wusste auch von den Digi-Rittern und hat versucht, die Kinder aufzuhalten, damit die Finsternis sich weiter ausbreiten kann. Miotismon ist eher im Hintergrund, ist ein Planer, Devimon auch. Um fair zu bleiben, sind auch irgendwo die meisten Bösewichte in Anime, obwohl die einfach mal am Anfang kommen sollten und dann würde man einfach gewinnen, aber hey. Und ich finde auch ihren Charakter ziemlich ähnlich, dieser grausame, böse Planende. Aber wie ich vorhin sagte, kam Miotismon, nachdem es halt von den Digi-Rittern besiegt wurde, als finaler Bösewicht in Digimon 02 wieder. Und auch wenn ich es ganz cool finde, wenn man so sieht, oh, der hat geplant, damit der halt wiederkommt und halt so der finale Bösewicht wird. Warum Miotismon? Bisschen wenig mit dem Video zu tun, aber ich schmeiß mal ganz kurz hier rein. Es gibt eine Theorie, dass Dämon aus Digimon 02 möglicherweise Devimon aus der ersten Staffel war, welcher auch wiederkam, da Dämon ja auch das Mega-Level von Devimon ist. Und es wäre so viel cooler gewesen, wenn der Plot-Twist wäre, dass Dämon hinter allem steckt, weil er dann, naja, Devimon ist und dadurch wäre der erste Bösewicht auch der finale Bösewicht der Serie und ich finde Devimon halt auch einfach cooler als Miotismon. Spoiler für einen weiteren Platz. Auf Platz 7 hätten wir Lucemon aus Digimon Frontier. Wichtig, auch wirklich Lucemon Chaos Mode, weil ich Lucemon in der Rookie-Form eigentlich ein bisschen nervig finde. Ja, ich finde es cool, dass gezeigt wurde, dass Lucemon eigentlich alles von Anfang an geplant hatte, aber man muss halt sagen, dass der Chaos Mode schon der wesentlich bessere ist. Erst einmal ist Chaosmon wesentlich bedrohlicher, weil das andere ist einfach nur ein Kleinkind in der Windel. Und ich mag auch wirklich diese arrogante Art, die Lucemon so an den Tag legt. Lucemon ist einfach für so viel verantwortlich in der Serie und beim zweiten Mal gucken ist es einfach so viel cooler, weil du einfach genau weißt, aha, Lucemon hat dafür gesorgt. Es hat an sich Rubimon korrumpiert, hat dafür gesorgt, dass Koichi halt die bösen Spirits bekommt und noch vieles mehr und es ist ziemlich cool, sich das anzugucken. Und auch wenn ich den Chaosmon eindeutig am besten vom Design noch vom Charakter finde, ist es schon ganz cool, als Lucemon einfach als Satan-Mode wiederkam, nachdem er von den Digi-Rittern besiegt wurde. So eine riesige Bestie, die auch wirklich bedrohlich wirkt. Also, das war schon relativ gut gemacht. Und deswegen für mich auf Platz 7. Ich hatte es bereits erwähnt und auf Platz 6 hätten wir Devimon, den allerersten richtigen Antagonist aus der Digimon-Serie. Devimon ist einfach so ikonisch, dass ich ihn auf diese Liste packen muss. Im ersten Akt der Serie wussten die Kinder nicht, warum die ganzen Digimon so böse werden und sie angreifen, bis sie herausgefunden haben, dass es an den schwarzen Zahnrädern liegt,
die Devimon verteilt. Durch diese hat Devimon versucht, die Kinder aufzuhalten, damit sich die Dunkelheit über die Digi-Welt verbreiten kann. Man muss auch sagen, dass Devimon einfach so einen bedrohlichen Charakter hatte. Er hat dafür gesorgt, dass Ogremon und Leomon seine Handlanger werden und gegen die Digi-Ritter kämpfen. Und als Digi-Ritter dann versucht haben, Devimon aufzuhalten, hat er mit denen kurzen Prozess gemacht. Patamon musste zu Angemon digitieren und sein eigenes Leben opfern, um Devimon zu besiegen, einfach weil es so unglaublich stark war. Und wie ich sagte, eigentlich finde ich, dass Mewtwo eher so eine Kopie von Devimon ist und ich fände es viel cooler, wenn der Endbösewicht aus Otu gewesen wäre, aber man kann halt nicht alles haben. Auf Platz 5 hätten wir den einzigen Bösewicht aus der gesamten Digimon-Serie, den ich wirklich hasse. Und es ist etwas ziemlich gut, weil es nicht so ein Hass ist, wie zum Beispiel gegen Sword Art Online, weil der Anime ist einfach scheiße, sondern einfach so ein Hass, weil dieser Charakter so gut geschrieben ist, dass ich ihn einfach für all seine Taten hasse. Oh mein Gott! Die Rede ist bei mir von Dr. Kurata aus Digimon Data Squad. Ernsthaft, selten so ein Arschloch gesehen. Dr. Kurata hasst Digimon und versucht alles zu tun, um die digitale Welt zu zerstören. Er ist eigentlich der Grund, warum Markus' Vater am Ende der Digi-Welt feststeckte und, naja, von Yggdrasil übernommen wurde. Er erschafft sein eigenes künstliches Digimon, Digismon, um diese zu kontrollieren und seine Ziele zu verfolgen. Er tötet Eldoradimon, eine wandelnde Insel, auf der andere Digimon leben. Und er ist verantwortlich für die künstlichen Digi-Souls, womit Menschen zu Digimon selbst digitieren können. Da ist wohl jemand großer Fan von Digimon Frontiers. Und als wäre das noch nicht genug, nutzt er sogar Belfemon, um seine Ziele zu verfolgen und fusioniert sogar mit diesem. Heilige Scheiße! Und wisst ihr, im Großen und Ganzen ist Kurata eigentlich nur ein richtig fetter Rassist. Und ganz ehrlich, wie kann man Rassisten nicht hassen? Auf Platz 4 hätten wir einen Charakter, den ich in vielen Videos schon erwähnt habe, und zwar Ken oder auch der Digimon-Kaiser. Ich liebe Ken als Charakter. Ich finde, als Digimon-Kaiser war er ein fantastischer Antagonist, vor allem, wenn man anfangs noch nicht genau wusste, wer der Digimon-Kaiser eigentlich ist. Er hat die Digimon, die originalen Digi-Ritter so lange versucht haben zu retten, einfach versklavt. Außerdem nutzt er seine schwarzen Türme, damit sich ihm niemand entgegenstellen kann, weil dadurch niemand digitieren kann. Aus diesem Grund musste man die Armor-Digitation nutzen, weil die schwarzen Türme diese nicht aufhalten können. Und ja, später akzeptiert Ken Bormann als sein Digimon-Partner, aber davor, er verprügelt dieses Digimon nur und einfach jedes Mal, wenn ich das sehe, könnte ich anfangen zu heulen. Ich meine, seht es euch an, das hat das nicht verdient. Alles endet damit, dass Ken versucht, sein eigenes Digimon zu erschaffen, und zwar Chimeramon. Doch dieses hört am Ende nicht auf Ken und greift ihn sogar an. Und auch hier wieder was Lustiges, das nur in den Spielen kam. Chimeramons Digitation ist Millenniumon. Und in den Wonderspawn-Spielen wurde gezeigt, dass Millenniumon Ken korrumpiert hat, damit dieser Chimeramon erschafft, damit dieses später zum Millenniumon digitieren kann. Da ist natürlich so ein bisschen Zeitreise involviert und da stellt sich natürlich die Frage, Moment mal, Millenniumon digitiert aus Chimeramon. Das heißt, Millenniumon reißt die Vergangenheit, damit Ken auf jeden Fall Chimeramon erschafft, damit dieses später zum Millenniumon digitieren kann. Aber das bedeutet ja eigentlich, dass Ken vorher Millenniumon erschafft haben muss durch Chimeramon, damit Millenniumon überhaupt entstehen kann. Aber wenn das der Fall ist, wie kann Millenniumon die Vergangenheit reißen, um Ken dazu zu bringen, Chimeramon zu erschaffen? Digimon-Lore. Nein, ernsthaft, ich finde eigentlich, das ist eine ziemlich coole Geschichte und ich finde eigentlich echt schade, dass vieles davon halt nur in diesen Spielen vorkam. Wäre echt cool gewesen, davon mehr im Anime zu sehen, als nur in einer kleinen Cutscene. Aber da sieht man auch Ryo aus Tamers. Auf Platz 3 hätten wir mein persönliches Lieblings-Digimon und zwar Belzemon. Der Grund, warum ich das nicht auf Platz 1 oder Platz 2 tue, ist, weil ich zwar Belzemon als Charakter insane feier und auch in meinen Augen ein richtig, richtig guter Bösewicht ist, ich ihn als Bösewicht weniger mag als Anti-Helden. Man muss halt zugeben, dass Impmon und Belzemon ein richtig gut geschriebener Charakter sind. Am Anfang nichts weiter als ein kleiner Störenfried, doch durch seine eigenen Minderwertigkeitskomplexe geht er einen Pakt mit den Deva ein, digitiert zu Belzemon und beginnt die Digi-Ritter zu jagen. Er absorbiert die Daten von jedem Digimon, auf den es trifft, und tötet dadurch sogar am Ende Leomon. Ich meine, das ist weder das erste noch das letzte Mal, dass wir einen Leomon in der Serie sterben sehen. Aber in dem Moment war es schon relativ emotional. Und am Ende wurde Belzemon von Galantmon besiegt, wodurch Impmon wieder mit seinen alten Tamer zusammengekommen ist und zu Belzemon Blastmon digitierte. Aber wie gesagt, auch wenn ich Belzemon als Bösewicht ziemlich cool finde, mag ich ehrlich gesagt die ganze Reise, die er auf sich nimmt und nicht unbedingt den Bösewicht-Aspekt, auch wenn es wichtig ist, dass der dabei ist. Nichtsdestotrotz ein fantastischer Charakter und für mich auf Platz 3. Auf Platz 2 hätten wir einen weiteren Antagonist aus Digimon O2
Und zwar Black Wargreymon. Ohne Witz, ich liebe Black Wargreymon. Das ist so ein cooles Digimon und auch in der zweiten Staffel ein echt guter Charakter. Dieser ist eigentlich ein künstliches Digimon, da Arokenimon dieses aus den schwarzen Türmen erschaffen hat. Und das ist auch eine Reise, die sein Charakter auf sich nimmt, da er denkt, dass er kein Herz hat und auch keine Gefühle, doch sich am Ende herausstellt, dass er das sehr wohl hat und sich sogar am Ende für die Digi-Ritter opfert, um die Digi-Welt bzw. die Tore zur Digi-Welt zu verschließen. Und das Ganze realisiert er, nachdem er mit Agumon einfach ein Gespräch geführt hat. Ich weiß nicht, ich finde das ziemlich poetisch. Außerdem muss man auch zugeben, dass es immer ziemlich cool war, Black Wargreymon kämpfen zu sehen. Ich meine, man brauchte Wargreymon und Imperialdramon Fighter-Modus, um Black Wargreymon überhaupt besiegen zu können. Das ist beeindruckend. Und nach dem Kampf war Black Wargreymon ein verändertes Digimon, weil es nicht mehr der Ansicht war, dass es einfach nur zerstören sollte, weil es dafür erschaffen wurde. Es kann seinen eigenen Weg im Leben wählen und das finde ich super. Und deswegen ist Black Wargreymon für mich auf Platz 2. Bis nach all den Charakteren, die wir teilweise hatten, mit Dr. Kurata, welcher ein riesiger Rassist ist, mit Black Wargreymon, welcher doch eine eher verlorene Seele ist, muss man sagen, dass manchmal die besten Bösewichte einfach die sind, die ein richtiges Arschloch sind. Und deswegen haben wir auf Platz 1 für mich Piedmon aus Digimon Adventure. Es gibt in diesem Falle nicht so viel zu sagen wie zu den anderen Antagonisten. Er ist nicht so komplex wie die meisten anderen und hat auch nicht so eine Charakterentwicklung. Aber er ist einfach so unglaublich bedrohlich, dass ich ihn liebe. Erst einmal kann mir keiner erzählen, dass Clowns nicht fucking gruselig sind. Und zum anderen hat er einen wirklich krassen ersten Auftritt gehabt. Piedmon ist der Anführer der Meister der Dunkelheit, wozu auch Metal Seedramon, Machinedramon und Puppetmon gehören. Und nachdem die Digi-Ritter zurück in die Digi-Welt gekommen sind, ist einiges an Zeit vergangen und diese haben die Herrschaft an sich gerissen. Und sie zeigen auch direkt, dass der Status quo nicht erhalten bleibt. Erst einmal tötet Piedmon einfach Chumon. Holy shit. Und am Ende opfert sich sogar Piximon, um die Digi-Ritter zu retten. Beides Charaktere, die wir vorher in der Serie kennengelernt haben und zumindest auch mir sehr sympathisch wurden. Und wie gesagt, Piedmon ist der Anführer und direkt am Anfang zeigt er, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Man muss halt zugeben, dass alle Antagonisten, abgesehen von Etemon aus der ersten Staffel, sich doch etwas ähnlich sind. Aber im Vergleich zu Myotismon finde ich, dass Piedmon sich wesentlich mehr von Devimon abhebt. Und auch bei ihm musste Patamon zum nächsten Level digitieren, um Piedmon überhaupt besiegen zu können, weil die anderen einfach gar keine Chance gegen den hatten. Also wie gesagt, super gruselig, fantastischer erster Auftritt und auch unglaublich stark. Und deswegen für mich Piedmon auf Platz 1. Und das waren meine Top 10 Antagonisten aus Digimon. Ihr könnt mir auch gerne eure Lieblingsantagonisten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wie sich da unsere Meinungen unterscheiden. Ansonsten, wie am Anfang erwähnt, würde mich über ein Like und Abo freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.